Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Vor ein paar Tagen waren wir noch am See Genezareth und es ist wunderbar zu sehen, wo Jesus gewirkt hat. Er hat dort in vielen Gleichnissen gesprochen, von Lilien, von Weizenkörnern, von Vögeln, von Disteln und von Steine und was auch immer, die ganzen Gleichnisse, die wir kennen. Und es gibt das alles rund um den See herum. Und das war das, was die Menschen damals verstanden haben. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute haben wir ein Thema, die drei Stufen in Gottes Nähe. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionsberg.de. Im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Drei Stufen der Nähe Gottes, in Gottes Nähe. Wie Isolde sagte, wir kommen aus Israel und da war es noch schön warm und bei uns ist das so richtig wieder Herbst geworden. Was wir erlebt haben, und das wurde mir dieses Mal wieder so richtig klar, unsere Reise fängt in der Wüste an, ist dann in Galiläa und ist am Schluss in Jerusalem. Das ist eigentlich ein gutes Bild, wie die Bibel sich darstellt. Zuerst in der Wüste, da hat Mose, da hat Abraham, da hat Elia. Sie haben von Gott gehört und haben es den Menschen weitergesagt. Und dann in Galiläa, da war Jesus. Jesus war sehr lange dort, hat so viel gewirkt, um den See herum, so viele Dinge getan, war bei den Menschen und er war immer dort nahe, wo er gerade war. Am Berg der Seligpreisungen, bei der Speisung der 4000, der 5000. Er war immer dort greifbar, wo er gerade war. Er war persönlich der Vermittler von Gott zu den Menschen oder wieder zu Gott. Dann Jerusalem, wir wissen, das Kreuz, Jesus hat alles getan, Garten Gethsemane, den Kreuzweg, Via Dolorosa, die Kreuzigung, die Auferstehung. Aber dann kommt das Gute oder das Beste, besser gesagt, er hat uns nach der Auferstehung den Heiligen Geist gesandt und ist nicht mehr der Vermittler ein Mensch, nicht mehr der Vermittler Jesus, nur dort, wo er ist, sondern wir können jetzt den Heiligen Geist in uns haben. Und ich sage dir auch, freu dich, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, indem du Ja zu Jesus gesagt hast. Und du hast die Herrlichkeit, die Bundeslade, du hast das Allerheiligste in dir und kannst mit der Herrlichkeit Gottes zusammen direkt in Verbindung mit Gott reden. Danke, Herr, dass wir das können. Danke, Herr, für das Vorrecht, dass wir direkt mit dir in Verbindung treten können. Egal, wo wir sind, bist du mit uns, weil du in uns bist. Danke, Herr. Amen. Amen. Ein Gebetsanliegen haben wir erhalten wegen Problemen nach einer OP. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. Ich habe einen schweren Lymphstau und Entzündung nach OP, Bestrahlung nach Brustkrebs, starke Schmerzen und Angst vor einem Rückfall. Und dafür möchten wir gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die diesen Brustkrebs hat und diesen Lymphstau und all diese Folgen. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du der Heiler bist und dass du auch weißt um all diese Probleme und all diese Krankheit. Und ich danke dir, dass wir wirklich dich bitten dürfen, dass du da ein Wunder tust an dieser Frau. Wir danken dir. Wir haben so vieles gesehen in Israel, was du getan hast. Und wir glauben und wissen, dass du dasselbe bist und dass du auch hier eingreifen kannst, dass du heilen kannst und dass du da wirklich Abhilfe schaffen kannst. Wir danken dir dafür, dass du diese Person berührst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns ihr Anliegen und das ist Folgendes. Ich habe eine Polyneuropathie, die sich in der letzten Zeit stark verschlechtert hat. Oft fühle ich meine Füße nicht. Das Laufen fällt schwer, weil die Beine sich nicht mehr richtig bewegen wollen. Dadurch habe ich Gleichgewichtsstörungen, dass ich öfters mal stolpere oder auch falle und oft wie eine Betrunkene schwanke. Ich bin gerade 65 Jahre und arbeite noch als Haushaltshilfe. Würden Sie für mich um Heilung bitten? Vielen lieben Dank.
Ja, und das möchten wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst mit dieser Polyneuropathie und all diesen schlimmen Folgen. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du diese Muskeln und diese Nerven wieder in Ordnung bringst und dass sie wieder wunderbar laufen kann in deiner göttlichen Schöpfungsordnung, so wie du sie geschaffen hast. Und wir danken dir, dass deine Kraft stärker ist wie diese Krankheit und wie diese Beine, die nicht mehr wollen. Und wir danken dir, dass du da Kraft hineinsendest und dass ihr ganzer Körper durchströmt wird von deiner Heilungskraft. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du ein Gebetsanliegen hast. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Ja, und ein Mann schreibt uns von seinen Problemen im Darm und bittet um Gebet. Dass meine Reizdarmbeschwerden verschwinden, schreibt er, die mich seit Dezember 2019 sehr plagen und nicht verschwinden wollen. Danke, Herr, dass du genau jetzt bei diesem Mann bist. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir deine göttliche Normalität auch in diesen Darm hineinrufen. Herr, ich danke dir dafür, Herr, in diesen Menschen hinein, deinen himmlischen Frieden, Herr, auch, Herr, dass dieser Darm wieder Normalität annimmt, normale Funktion annimmt. Und ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist und dass du Gebete hörst. Amen. Amen. Und eine Oma bittet für ihre Enkelin um Gebet. Sie schreibt, meine Enkelin leidet seit 4 Jahren an Magersucht. Jetzt isst sie zwar vegan, aber hat Angst vor den Kalorien weiterhin. Und obwohl sie gläubig ist, glaubt sie alles aus Instagram und ist total beeinflusst. Sie baut immer weiter ab, kapselt sich von aller Welt ab. Wir fürchten, dass sie sich in einem Wahn der Weltfremdheit befindet. Auch Schreien und Ausrasten kommt öfters vor. Es wird schlimmer statt besser und es belastet so sehr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du siehst, Herr, diese junge Frau, Herr, die Enkelin, und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du all ihr falsches Denken und all ihre falschen Vorbilder und Herr, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du Normalität in ihr ganzes Wesen hineinbringst, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass sie sich normal ernährt, normal, Herr, mit allem umgeht und dass dieser ganze Wahn verschwindet, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Danke, dass sie begreift, Herr, in welcher Situation sie drin ist und wo sie festhält. Und fein, wir gebieten auch, dass du sie loslässt in Jesu Namen mit all diesen falschen Gedanken. Danke, Herr, dass du der Sieger bist. Amen. Amen. Es ist so wunderbar, immer wieder von Gebetserhörungen berichten zu dürfen. Und viele Menschen haben uns wieder geschrieben und ich habe einige mitgebracht. Und eine Mutter berichtet von Veränderung in der Familie. Sie schreibt, Gott, unser Vater, hat 2 Wunder an und für meine Kinder getan. Meine Tochter kann ihr duales Studium in diesem Jahr beginnen. Sie hat einen Partner dazu gefunden. Mein Sohn ist schon Jahre nicht mehr in die Gemeinde zum Gottesdienst gegangen. Jetzt erzählt er, dass er von einem Studienkollegen eingeladen wurde und er diese Einladung auch annimmt. Alle Ehre und Dank unserem Vater im Himmel und auch an euch, liebe Geschwister, für eure Hilfe und Unterstützung. Das ist doch wunderbar. Und eine Frau berichtet von Gottes Eingreifen bei ihr und ihrem Mann. Ich möchte euch berichten, was der Herr uns Gutes getan hat. Mein Mann hat seit letztem Jahr immer wieder erhöhte Blutwerte. Seit euren Gebeten haben sich die Werte wieder eingependelt. Das hat zur Folge, dass er auch nachts wieder ruhiger schläft. Zur Gebetsnacht hatte ich euch ein Anliegen wegen meiner Schmerzen in der Schulter geschickt. Der Herr hat geholfen. Die Schulter ist schmerzfrei, unbeweglich. Vielen Dank für alle Gebete. Wie wunderbar, wenn zwei oder ein Ehepaar erfahren darf, wie Gott eingreift. Und auch das ist ein Ehepaar. Ein Ehepaar ist überglücklich über die Wendung des Verhältnisses zu ihrer Tochter. Sie schreiben, heute möchten wir euch ein Wunder mitteilen, das für uns wie die Heimkehr des verlorenen Sohnes ist.
Das Verhältnis unserer Tochter zu uns hat sich total zum Guten gewendet. Nach Jahren, in denen wir oft viele Tränen vergossen haben, erhielten wir einen wunderschönen, liebevollen, respektvollen Brief voller Dankbarkeit für alles, was wir als Eltern für sie getan haben. Auch dafür, in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen zu sein, was sie sehr wertschätzt. Ich möchte diese Freude mit euch teilen und unserem Vater im Himmel und auch euch für die Fürbitte von Herzen danken. Ja, die Heimkehr einer Tochter ist wunderbar. Und eine Gebetserhörung für einen wunderbaren Arbeitsplatz ist folgendes. Und aus Spanien kommt dieses Zeugnis. Ich hatte euch vor einiger Zeit um Gebetsunterstützung für einen Arbeitsplatz gebeten. Nun arbeite ich seit einer Woche bei einer alten Dame. Sie ist bereits 100 Jahre alt, aber noch sehr fit und hellwach im Kopf. Diese Arbeit ist genau das, was ich mir gewünscht hatte. Danke für eure Gebete. Ja, und Gott weiß, was wir brauchen. Er tut Gutes und wendet alles zum Besten. Ja, ist das nicht schön? Gott weiß, was wir brauchen. Und er macht so viele wunderbare Sachen. Wir haben auch viel auf der Reise erlebt. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier weitersagen. Ja, wir hatten es vom Heiligen Geist. Nicht mehr der Vermittler über Menschen, nicht der Vermittler, dass wir zu Jesus physikalisch gehen können. Nein, der Heilige Geist lebt in dir. Mach dir das bewusst und genieße es. Lerne es, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Ja, und wenn du ein Gebetsanliegen hast, lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Und auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Nächsten Sonntag sind wir wieder live für dich im Internet, natürlich auch in der Kathedrale. Komm gerne vorbei. Wir freuen uns. Sonntag feiern wir Erntedank. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.